Willkommen zu der neuen Serie über Israel. Ich möchte mich zuallererst bedanken für all die konstruktiven Beiträge, für all die Kommentare, die ich bekommen habe. Die haben mich inspiriert, ein paar Sachen besser zu formulieren. Und es ist gut, diesen Austausch zu haben. Ich freue mich über Rückmeldungen. So habe ich mich entschlossen, eine neue Serie zu machen, wo ich etwas mehr ins Detail gehe. Aber auch in dieser Serie wird es im Zentrum um Gottes Wort gehen. Guck mal, es ist ja so, gerade mit diesem Thema Israel, das ist so ein richtiges Hass-Liebe-Thema. Es gibt Menschen, die Israel lieben, es gibt andere, die Israel hassen. Es gibt solche, die ihr Geld nach Israel bringen, andere, die Raketen reinschießen. Es ist wichtig, dass wir hier von der Bibel eine klare Position bekommen. Ich kann dir sagen, ich habe eine Zeit von klein auf in Gemeinden verbracht, unterschiedlichster Prägung, da meine Familie auch zu verschiedenen Denominationen gehört. Und natürlich habe ich dann ein breites Spektrum gekriegt. Irgendwann habe ich selber angefangen, die Bibel zu lesen. Bei fast jedem Thema war es eigentlich so, dass ich darüber gestaunt habe, dass in der Bibel teilweise andere Sachen stehen oder auch andere Sachen stehen. Vergleich das am liebsten mit einem Puzzle. Schau mal, wenn du ein Puzzle hast mit 1000 Teilen, kannst du das doch nicht reduzieren auf 300. Es ist doch wichtig, dass wir jeden Teil mitnehmen. Es gibt ein völlig anderes Bild, wenn wir manche Puzzleteile weglassen. Das ist leider so, dass im breiten Christentum oft einseitige Dinge vorherrschen und dadurch einfach ein unkomplettes Bild. Und ich versuche hier lediglich so einfach wie möglich das Bild, die Information der Bibel wiederzuspiegeln. Und ich halte mich da nicht an irgendeine theologische Schule oder an irgendeine Denomination, sondern ganz einfach, so wie ich die Bibel verstehe, nachdem ich sie mehr als 20 Mal komplett gelesen und manche Teile mehr als 100 Mal oder mehrere 100 Male. Also ich lade dich herzlich ein zu diesem, ja, Puzzle. Und ich möchte beginnen mit dem Römerbrief 9. Das ist so das Ballungszentrum, wo Paulus sehr viel über dieses Thema schreibt. Und in diesem ersten Teil soll es um die Frage der geistlichen Genetik gehen von Israel. Die Frage ist, wie wird man ein Israelit? Was macht einen Israeliten aus? Ist es die Herkunft, die Genetik, könnte man meinen, weil es so bei allen anderen Völkern ist. Aber eben genau darin ist ja Israel etwas Besonderes. Es unterscheidet sich von allen anderen Völkern gerade in diesem Punkt, wie du sehen wirst. Paulus schreibt hier, und das ist sehr wichtig, dass wir das gleich am Anfang mitnehmen, in Römerbrief 9 von Vers 6. Und schon das mag mancher schrecken, aber pass auf. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Nicht die Kinder der natürlichen Abstammung sind Gottes Kinder. Vorsicht! Das heißt, nicht alle Menschen, die genetisch Nachkommen von Abraham sind und mit Staatspass bestätigen können, dass sie Israeliten sind, sind deshalb geistlich, biblisch gesehen Israeliten. Dieser erste Punkt muss klar stehen. Wenn wir das 1 plus 1 nicht verstehen, dann werden wir das 1 mal 1 und Bruchrechnen schon lange nicht begreifen. Das hier ist ein entscheidender Punkt gleich am Anfang. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht die Kinder der natürlichen Abstammung sind Gottes Kinder. Deswegen müssen wir hier deutlich differenzieren. Deswegen herzliche Einladung zu dieser Reise durch die Bibel, wo wir uns aber genau angucken, was Israel ist und was Israel eben so einzigartig macht und wo wir da stehen. Schaut, ich möchte weitermachen mit dieser Frage der geistlichen Genetik. Und zwar ist das so, wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, dass Gott für
immer wieder so eine interessante Formulierung gebraucht. Und zwar auch Jesus gebraucht in Matthäus 22, Vers 32, sagt er zum Beispiel: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Immer wieder gebraucht Gott diese Formulierung. Jetzt könnte man oberflächlich meinen, ja, damit sagt Gott, der er ist. Damit man nicht meint, er ist irgendwie der andere Götze. Aber so ist es nicht. Sondern damit drückt Gott etwas ganz Konkretes aus. Wir müssen uns ja nämlich folgende Frage stellen. Wenn du bereits die Bibel gelesen hast oder vieles von der Bibel gehört hast, dann weißt du ja, es geht dort zentral darum, dass Gott seinen Heilsplan entfaltet. Gott hat einen Plan zur Rettung der Menschen in Jesus Christus. Und das musste zielgerichtet, konkret vorbereitet werden. Und Israel spielt da eine entscheidende Rolle. Wenn es Gott aber so eilig hat, uns Menschen zu retten, wieso lässt er sich dann 3 Generationen Zeit, bis er mit Israel beginnt? Denn er hat Abraham erwählt. Aus Abraham kam dann Isaak, der Sohn der Verheißung. Und Isaaks Sohn war Jakob. Und erst Jakob bekam von Gott den neuen Namen Israel. Also wieso lässt sich Gott 3 Generationen Zeit? Wieso nennt er nicht gleich Abraham Israel? Jakob bekam diese 12 Stämme, also Israel, sein neuer Name, bekam diese 12 Stämme, aus denen ja, die Stämme entstanden, die 12 Söhne, ja, aus denen die Stämme entstanden. Warum bekam nicht gleich Abraham 12 Söhne? Oder noch besser, warum hat Gott nicht gleich 12 Menschen berufen? Da muss es doch einen Grund geben. Gott sagt immer wieder, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und wir müssen begreifen, hier in diesen 3 Personen, in diesen 3 Generationen, zeigt uns Gott entscheidende Dinge, was Menschen zu Israeliten macht. Auf was es Gott ankommt, denn wir haben ja bereits gelesen, es geht Gott nicht um die fleischliche Abstammung. Nicht alle aus Israel sind Israel. Nicht alle von Abrahams Nachkommen sind deshalb ja Kinder Gottes, nicht? Deswegen jetzt Vorsicht. Ich möchte dir kurz zeigen, auf was es bei diesen 3 Personen ankommt. Der erste Punkt ist schon extrem wichtig. Abraham. Weiß nicht, ob dir das irgendwann mal so bewusst wurde, aber Abraham war ja ein Heide, als er erwählt worden ist. Guckt in Josua 24, Vers 2. Da steht, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. In alten Übersetzungen steht sogar, und dienten Götzen. Das heißt, Abraham kommt aus den Heiden. Und das muss von vornherein feststehen. Es ist völlig klar, Abraham ist ja genetisch gesehen ein Heide gewesen, als er von Gott berufen worden ist. Er wurde durch Gottes Gnade berufen. Und das soll ein Israelit nie vergessen. Genetisch gesehen ist ein Israelit Heide, wie die anderen Heiden auch. Und was sehr wichtig ist, in der Berufung, da sagte Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Das ist in 1. Mose 11. Erster Mose 12, Vers 2, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also schau, Abraham war ein Heide, als er berufen wurde und es ist völlig klar, Gott sagt, er soll ein Segen für alle Heiden sein. Das heißt, dieses Volk Israel, das aus Abraham
entstanden ist oder entstehen sollte aus dieser Perspektive, wird nicht irgendwie einen eigenen Selbstzweck haben, sondern sie sollen ein Segen sein. Gott will Abraham segnen, er soll ein Segen für alle werden. Das soll ein echter Israelit immer wissen. Wir sind vom Grunde her genetisch den anderen nicht überlegen. Wir sind nichts Besseres. So, es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Gegenwart, das aus uns etwas Besonderes macht. Und zwar so, dass auch die anderen Menschen diesen Gott kennenlernen. So sollte es sein. Schau, in das Leben von Abraham hat Gott einen Haufen Dinge hineingeflochten, die für uns wichtig sind. In der Bibel heißt es sogar, dass dem Abraham das Evangelium verkündet worden ist. Ja, wie denn? Jesus war noch gar nicht gekommen. Ja, eben in vielen verschiedenen Erlebnissen. So sagte Gott zum Beispiel zum Abraham, als er endlich den Sohn der Verheißung bekam, der ja ein Sinnbild für Jesus ist, dass er ihn opfern soll. Und auch das ist ein interessanter Punkt. Abraham war bereit dazu, auch wenn es ihm schwer gefallen ist. Und das ist mit ein Hinweis darauf, dass Abraham aus seinem früheren Umfeld vermutlich sogar Kinderopfer miterlebt hatte. Es war für ihn nichts Ungewöhnliches. Dafür spricht einfach die Tatsache, dass Gott, wenn er anfängt mit uns zu leben, uns zu verändern, dann holt er uns da ab, wo wir sind. Damals war es leider üblich in manchen Religionen, dass man Kinder geopfert hat, Menschenopfer dargebracht hat. Gott sagt zu Abraham, dass er dies tun soll, aber als Abraham das dann tatsächlich in die Tat umsetzen will, hält Gott ihn davon ab und gibt ihm ein stellvertretendes Tier, das er opfern soll. Und hier zeigt Gott dem Abraham schon den Gedanken der Stellvertretung. Er sagt Nein zu Menschenopfern. Er sagt Nein zu eigenen Wegen der Erlösung. Gott wird für einen Stellvertreter sorgen. Und in diesem Erlebnis nimmt Gott den Abraham tiefer hinein. Denn so bekam Abraham ein Gefühl dafür, wie es Gott geht, wenn er seinen Sohn opfern muss. Und in der Bibel steht auch, Abraham kam durch diese Ereignisse zu der Überzeugung, ja, wenn Gott aus diesem Sohn der Verheißung ein Volk machen will, und er erwartet von mir, dass ich ihn umbringe, ja, dann muss er ihn aus den Toten auferwecken. Das beschreibt die Bibel klar. Das heißt, durch diese Erlebnisse bekam Abraham ein Gefühl, ein Verständnis für das Evangelium. Er verstand Stellvertretung. Er kam zur Überzeugung der Auferstehung und so weiter. Wichtig bei Abraham ist ganz einfach die Gnade Gottes und der Glaubensgehorsam des Abraham. Das ist das, was Gott uns hier beibringen will. Und das ist das, was ein echter Israelit haben soll. Wenn wir zu Isaak kommen, dann ist die Sache weniger kompliziert. Isaak ist ein Symbol für Jesus selber, der Sohn der Verheißung. Und Isaak ist aber auch ein Symbol für Erben. Das Einzige, was Isaak tat, er kommt ziemlich passiv rüber in diesen Berichten. Isaak erbte alles von seinem Vater. Und das ist das wunderbare Bild im Evangelium. Wir erben alles durch Jesus Christus. Erlösung, Vergebung, ewiges Leben, alles durch das Testament, das durch den Tod Jesu in Kraft tritt. Das steckt eben da schon drin, Abraham und Isaak. Und da wäre noch mehr zu sagen, zum Beispiel über die Braut Isaaks, ein sehr gutes Beispiel auf die Gemeinde und so weiter, dass Isaak die Brunnen seines Vaters wieder öffnete. Das zeigt auch uns, wir müssen zurück zu den Brunnen der Wahrheit. Da gibt es lebendiges Wasser in der Bibel. Viele Punkte, die interessant wären, auch bei Abraham, viele Punkte, zum Beispiel, dass er mit Zelt und Altar unterwegs war. Immer mit Zelt und Altar, das spricht für seine Mobilität und für die Anbetung. Er hatte keinen festen Platz. Und das ist so wichtig. Schaut, wenn wir
wenn wir in Hebräer gehen, Hebräer 11, da stehen sehr wichtige Dinge drin. Von Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt pass auf, denn er wartete auf die Stadt, die ein festes Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ich springe weiter auf Vers 13. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, also des Landes, des Bodens, sondern sie von Ferne gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf der Erde sind. Denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Aber nun Vorsicht. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Schau mal, lieber Freund. Gott ist der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und hier heißt es, diese drei, die haben als Fremdlinge gelebt. Sie waren zwar im Gebiet der Verheißung, aber das war nicht ihr Ziel. Da waren sie nicht sesshaft, sondern sie streben nach dem Himmlischen, nach der himmlischen Stadt. Das heißt, das ist so wichtig. Gott zeigt uns damit, ein wahrer Israelit, dem geht es nicht zuerst um die irdischen Grenzen, dem geht es nicht um die irdische Nationalität, die Genetik, so als ob man irgendwie überlegen wäre, sondern es geht um die geistlichen Dinge. Ein echter Israelit ist als Pilger, als Fremdling auf der Welt unterwegs in Gottes neue Welt. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Und wenn wir zu Jakob kommen, Jakob heißt übersetzt Betrüger. Kein schöner Name, aber das ist kein Zufall. Denn Namen haben in der Bibel Bedeutung. Und wir sehen, dass Jakob tatsächlich ein Betrüger war und er betrog andere und sich selber am laufenden Meter. So war sein Leben. Bis zu dem Moment, wo er alles verliert, liest er die Geschichte selber durch, und er Angst hat um sein Leben, weil er seinem Bruder begegnet, den er übers Ohr gehauen hat. Und dort fängt er an, mit Gott zu kämpfen. Und das zeigt uns im Prinzip den Punkt. Ein Mensch kämpft in Wahrheit mit Gott. Und natürlich kannst du gegen Gott nicht gewinnen. Auch Jakob verliert den Kampf. Er wird an der Hüfte verletzt. Und er gibt auf. Und das ist das Verrückte. Da gibt ihm Gott den Namen Israel, das so viel heißt wie Sieger. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Wer sich von Gott überwinden lässt, wer sich vor Gott aufgibt, in Gottes Hände fallen lässt, auf gut Deutsch, wer sich bekehrt, wer umkehrt von seinem Eigensinn, von seiner Herrschsucht und Gott vertraut, der wird von einem Betrüger zu einem Sieger. Und ab dann beginnt Israel. Leute, das sind doch keine Zufälle. Es ist doch entscheidend wichtig, dass wir verstehen. Gott hat sich extra diese drei Generationen Zeit gelassen, damit wir genau hingucken, damit wir begreifen, das ist es, was einen Israeliten ausmacht. Der Glaube, das Verständnis, der Gehorsam Abrahams, der Sohn der Verheißung, das Erbe, wie Isaak, die Umkehr, wie Jakob, die Sicht Abrahams, nicht auf das Irdische zu sehen, sondern auf das Himmlische. Das kommt so schön rüber, wo er sich mit seinem Neffen, damit mit Lot streitet um das Land. Da sagt er, geh doch hierhin oder dorthin. Und dann heißt es, Lot besah sich die Gegend. Sie war saftig und schön, ne, für die Schafe. Ja, aber das war die Gegend Richtung Sodom.
Während Abraham, er konnte auf die Verheißung bauen. Er lebte mit Gottes Verheißung und konnte das Land abgeben. Es ist so wichtig, dass wir lernen, geistlich zu sehen, geistlich zu blicken, geistlich durchzublicken. Sonst werden wir bei dem Thema Israel in die Irre gehen. Schau, ich lade dich herzlich ein zu dem nächsten Punkt, wo wir weiterhin viele wichtige Sachen betrachten werden. Und zwar, die nächste Frage wird sein, wozu rief Gott überhaupt ein Volk ins Leben? Im dritten Teil wird es dann um die Bundestreue Gottes gehen. Dazu habe ich in meiner ersten Serie gar nichts gesagt. Und da wird es noch weitere Punkte gehen. Also herzliche Einladung zu Punkt 2. Wozu rief Gott ein Volk ins Leben?